Hallo Freunde, hier Streambird 1973 und wir sind bei unserem neuen Let's Play. Und ich habe gerade peinlich vergessen, wie das Spiel heißt. Chaos irgendwas. Oh wei, oh wei, oh wei. Da sollte man schon wissen, welches Spiel man überhaupt spielt. Ja, gut. Gehen wir einfach mal hier durch. Es fällt mir gleich wieder ein. Ich melde mich erst einmal bei der Zentrale. Ich schaue mich mal um. Ja, Leute, also ich hab's wirklich nicht mit Frauenstimmen. Wem das zu blöd klingt, der soll mir Bescheid sagen, dann lasse ich's. Aber ich dachte, ich versuch's wenigstens. So, weiter im Text. Oh wei, oh wei, ja. Da sollte ich gleich... Die sind nämlich ziemlich... nicht gerade ungefährlich. Oh. Ah. Okay, er hat mich ein, zwei Mal erwischt, aber ich glaube, das ist nicht allzu schlimm. Und da ist auch schon der Nächste. Weg mit dir, du Blechhaufen. Einmal hier rein. Und da haben wir auch schon die nächste Datendisk. Du kannst das Terminal nicht nutzen. Ja, schade. Ups. Ja, das Vieh habe ich erledigt. Ah, verdammt. Tot? Ja. Lebenspack? Sehr gut. Und hier ist noch was. Penicillin T. Ja, habe ich schon nachgeguckt, das ist ein Herzmedikament. Wofür auch immer wir das brauchen werden, ich weiß es nicht. Ja, gehen wir mal die andere Richtung lang. Ah, er ist gar nicht so dumm. Er ist ausgewichen. Er hat mich keinmal getroffen. Super. Klasse, das habe ich vorhin im Testlauf noch nicht geschafft. So, rein da. Na, was ist hier Schönes? Ah, da liegt was. Energiepack. Jawohl. Können wir alles gebrauchen? Hoffe ich doch mal. Ja, das war... Da war ich wohl... Ach ja. Gehen wir mal auf Mail. Aha. Zur Sicherheit solltest du besser speichern, was du bisher erreicht hast. Besonders vor gefährlichen Operationen. In jedem Bereich gibt es ein Terminal zum Speichern. Ah ja, das ist also sowas für die Schreibmaschinen bei Resident Evil. Okay. Das ist also hier so eine Art Anleitung. Ich lese jetzt trotzdem mal kurz durch. Ich habe mein Getränk im Besprechungsraum vergessen. Könntest du es von dort holen, wenn es gebraucht wird? Von hier aus kommt man so schwer dorthin. Ja, habe ich das schon? Ich glaube, ich weiß jetzt nicht genau. Wie war der Passcode für die Sicherheit auf Ebene 2? Diese ständigen Änderungen sind verwirrend. Ob es wohl was mit dieser Maus zu tun hat? Welcher Maus? Oder ist Maus vielleicht sogar das Passwort? Mal schauen. Wie geht's mit dem AP voran? Gestern lief auch eine infizierte Ratte herum. Bei euch haben sich auch schon Menschen infiziert, oder? Mach schnell! Okay, das deutet auf nichts Gutes hin. Na los, jetzt reicht's. Sollen wir sterben, während ihr uns zuschaut? Diese Woche waren es schon zwei. Noch ist Zeit. Tut doch was! Okay. Ja,
Genau, und hier können wir natürlich speichern. Sehr schön, das werde ich jetzt gleich mal machen. Daten speichern. Ja. Okay, fertig. Und was, wozu ist das hier? Müll? To Trash. Ach so, können wir da. Na egal. Gehen wir mal raus hier. Ja, kommt ja schon ganz gut klar mit den Teilen. Hat der irgendwas? Notizzettel. Dann wollen wir mal nachschauen, was das ist. Okay, hier haben wir. Moment mal. Lebenspack, kräftige Stärkung, Penicillin, schmuddeliges Notizpapier. Da steht Swarm. Ah ja. Vielleicht ist das das Passwort. Mal sehen. Am Computer können wir ja nichts machen weiter. Gehen wir mal wieder. Okay. Moment, ging es hier noch weiter? Ne, hier ging es nicht weiter. Okay. Aber ich könnte auch auf die Karte gucken. Aber jetzt bin ich nicht sicher. Entweder es geht jetzt hier weiter oder es geht hier weiter. Ach, ich gucke auf die Karte. Hier ist die Karte. Wir stehen direkt vor dem Tor. Hier sieht man auch, glaube ich, nicht, wo man schon war. Ich bin jetzt nicht ganz sicher. Wir gehen jetzt mal. Waren wir da schon? Es kann sein, dass wir bei dem Grünen noch nicht waren. Das heißt, ich könnte nochmal diese Tür hier kontrollieren, aber ich glaube, die ging nicht auf. Ich werde sie nochmal angucken gehen. Witzke, ich bin's. Wo bist du? Ich bin noch in dem Bereich. Ich weiß nicht, wie ich das Sicherheitssystem deaktivieren kann. Ich habe herausgefunden, wie man das Sicherheitssystem deaktiviert. Gib zum Deaktivieren des Systems im Bereichsterminal einen Passcode ein. Ja, hallo? Die Sicherheit ist noch nicht deaktiviert. Wir müssen die E2-Sicherheit deaktivieren. Okay, ja, dann ist es klar. Nee, hier war es, glaube ich, nicht. Ich gehe nochmal rein, egal. Nee, das war der leere Monitor. Hier können wir nichts machen. Ja, also es kann sein, dass ich ziemlich oft orientierungslos umherirre und auch fehle. Noch mehr als in anderen LP, weil hier ist es schließlich alles blind. Wir müssen also in das. Moment, ich glaube, das ist hier. Gehen wir jetzt mal hier rein. Im anderen Terminal war ja nichts mehr. Ach so, ich warte hier die ganze Zeit. Ah! Au. Das war jetzt nicht so gut. Und da ist gleich noch ein. Weg mit dir, du Misthaufen. So, warte mal, hier um die Ecke. Ah, Hilfe! Ah, oh Gott. Der hat mich jetzt aber erschreckt. Heiliger Vater. Ja, so, hier mal hoch. Hä? Ach so, okay. Hallo, komme ich da ran? Achso, ich muss hier rumgehen.
Getränk, sehr schön. Ja, tolle Kamera. Ja. Na, das ist ja blöd, aber ich glaube, das sind Toiletten hier. Genau. Ah, gehen wir mal auf die Damentoilette. Da liegt ja auch was. Eine Datendisk, sehr schön. Und auf der anderen Seite ist auch was. Oh Mensch, was machst du auf dem Herrenklo, Mitski? Das geht doch gar nicht. Aber was tut man nicht alles, um hier voranzukommen? So, jetzt muss ich mal kurz schauen, ob ich die Karte jetzt richtig verstanden habe. Ich glaube ja, also die schwarzen Bereiche sind, glaube ich, das, wo wir schon drinne waren, und die noch grünen Bereiche, da waren wir noch nicht. Das heißt, direkt hinter mir die Tür müssten wir nochmal nehmen. Direkt hinter mir, diese hier. Da steht nur von 9. Was? Da steht nur von 9 Uhr bis 15 Uhr zu benutzen. Oh. Ja, ist gut, ich weiß es jetzt. Hallo. Aber wir müssen jetzt. Ja, sorry, dass ich schon wieder auf die Karte gucke, aber. Ja, so ist das halt. Dann wird der Raum wohl auch nicht gehen, vermute ich mal, aber wir probieren es aus. Doch, er funktioniert. Ah, lästige Viecher. Aber sehr schwer sind sie eigentlich nicht. Na, das Terminal will ich doch auch gar nicht nutzen. Ich will die Diskette. Hallo. Hallo? Hä? Also, geht doch alles. So weiter. Ah, das ist noch ein Getränk. Sehr schön. Achso, hier so kann man auch noch zutreten. Nun geh doch raus. Na also. So, jetzt muss ich mal überlegen. Ja, wieder die Karte, ich weiß. Was hat denn dieses lila Teil hier zu sagen? Könnte es vielleicht sein, dass dort der das Terminal ist, was ich suche? Ich weiß es nicht genau. Jetzt muss ich ja. Ja, hier geht's gar nicht weiter. Was mache ich denn hier überhaupt? Ja, Level 4, hier geht's garantiert auch nicht weiter. Ja, okay, die Sicherheit ist noch nicht der E4-Sicherheit. Ja, wir müssen hier die verschiedenen Sicherheitsstufen deaktivieren und dann können wir hier überall rein. Hier ist noch nichts zu machen. Ne, hier ist noch nichts zu machen. So, gehen wir mal hier wieder raus, denke ich. So, ja. Damit beende ich diesen Part. Ich werde jetzt vom nächsten Part nochmal kurz überlegen, wo wir jetzt hin müssen. Und sage bye bye und bis zum nächsten Mal, euer Dreambird 1973.